Viel Neues hat sich der Gesetzgeber für 2013 einfallen lassen. Und oft genug merken das die Deutschen auch im Portemonnaie. Eins draufgesetzt wird bei den umstrittenen Minijobs. Die Verdienstobergrenze wird von 400 auf 450 Euro angehoben. Auch die Bezieher von Arbeitslosengeld II bekommen mehr, wenigstens ein bisschen. Der Regelsatz für Singles steigt um 8 Euro pro Monat. Der Beitragssatz zur staatlichen Pflegeversicherung steigt leicht an. Dafür entfällt die ungeliebte Praxisgebühr, und zwar komplett. Auch der Beitrag zur Rentenversicherung sinkt von 19,6 auf 18,9%. Arbeitgeber und Arbeitnehmer entlastet das um mehrere Milliarden Euro. Schöne Bescherung auch für Autofahrer. Das Flensburger Punktesystem wird umgestellt. Bisher war der Führerschein bei 18 Punkten weg. Künftig reichen 8 Punkte. Die bekommt man dafür aber auch nicht mehr so schnell. Freie Fahrt für Reisebusse. Bislang durften die nur manchmal der Bahn Konkurrenz machen. Ab Januar können sie fast alle Routen bedienen. Zumindest auf Langstrecken. Freuen dürfen sich auch Käufer von Elektroautos. Als Dienstwagen werden sie steuerlich begünstigt. Privatfahrten muss der Nutzer als geldwerten Vorteil versteuern. Nicht zuletzt die Fahrerlaubnis. Ab dem 19.01. gilt eine EU-Richtlinie und die begrenzt die Gültigkeit neu ausgestellter Führerscheine auf 15 Jahre. Wie man sie verlängern kann, noch unklar.